Jetzt. Liebe Ausbilderinnen der Luise-Schröder-Schule, gerne würde ich Sie heute persönlich begrüßen. Aber in diesen Zeiten sind Videos eine Möglichkeit, trotz Distanz Kontakt aufzunehmen. Ich werde Ihnen, wie Sie es gewohnt sind, kurz ein paar Informationen zu unserer Schule, insbesondere im Umgang mit Corona und zur Abteilung 2 geben. Dann erläutere ich Ihnen die Ziele zur Unterrichtsentwicklung für unseren Beruf Kaufmann Frau für Büromanagement und ganz zum Schluss einige sonstige Themen. Ich beginne mit dem für uns alle zurzeit dringendsten Thema Umgang mit der Pandemie. Wir versuchen den Schulbetrieb laut Vorgabe der Senatsverwaltung mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln aufrechtzuerhalten. Dabei stehen die Umsetzung von Hygienemaßnahmen laut Musterhygieneplan Corona für die Berliner Schulen im Vordergrund. A. Abstand, H. Hygieneregeln beachten, A. Alltagsmasken tragen, L. Lüften, C. Corona-Warn-App nutzen. Alle Beteiligten in unserer Schule werden über unsere Homepage bzw. E-Mails und Durchsagen unseres Schulleiters Herr Bus regelmäßig informiert. Wir haben vermehrt Aufsichten in den Fluren eingesetzt, die unsere Schülerinnen und Schüler an die Maskenpflicht erinnern. Im Großen und Ganzen halten sich unsere Schülerinnen und Schüler daran. Erkältete Schülerinnen und Schüler werden von den Lehrkräften nach Hause geschickt. Wir sind sehr aufmerksam und präventiv im Umgang mit Corona, sodass wir bisher keine Ansteckungen in der Schule hatten. Ich beantworte gern Ihre Fragen, die Sie mir per E-Mail zusenden können. Seit dem letzten Lockdown im März haben wir uns entschieden, alle Klassen im Lernraum Berlin anzumelden, um den Hybridunterricht, das heißt Unterricht in Präsenz oder Homeschooling, dazu erkläre ich später noch mehr, gut abdecken zu können. Die Lehrkräfte haben an vielen Fortbildungen teilgenommen. Für das Engagement einiger Lehrkräfte, interne Fortbildungen anzubieten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Im Umsetzen der Digitalisierung im Lehrerberuf haben wir eine steile Lernkurve erreicht. In diesem Zusammenhang erhoffen wir uns noch mehr Unterstützung für unsere Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte in der Beschaffung von Hardware seitens der Politik. Unser Open Learning Center war die ganze Zeit für unsere Schülerinnen und Schüler, die keine Laptops zu Hause haben, geöffnet. Die Termine zur Rechnernutzung hat unser Sozialarbeiter vergeben. Wir haben alle versucht, das Lernen zu ermöglichen. Unsere Risikoschüler und Schülerinnen werden von Risikolehrkräften erfolgreich online beschult. Seit Beginn des neuen Schuljahres haben wir eine neue Abteilungsstruktur. Das heißt, statt 4 nur noch 3 Abteilungen in unserer Schule. Da wir einen Rückgang von Schülerzahlen im Bereich der FOS und des Gymnasiums hatten. Jetzt komme ich zu unserer Abteilung und der Entwicklung unserer Schülerzahlen und Bildungsgänge. Derzeit haben wir 19 KBM-Klassen in unserer Abteilung. Leider sind die Anmeldezahlen wegen Corona rückläufig. Davon haben wir trotzdem jedes Jahr eine Schnellläuferklasse und eine Mütterklasse mit eigenem Stundenplan. Förderunterricht wie Samstagskurse zur Vorbereitung der AP1, Basiskurse für Word und Excel haben wir jetzt in Lernfeld 2 gelegt, sowie die Wahl von Fremdsprachen, Englisch und Spanisch sind weiterhin vorhanden. Wir haben weiterhin eine BAM-Klasse, dessen Projektphase bis 2025 ausgedehnt worden ist. Wir haben 3 Willkommensklassen, 3 IBA-Klassen und 7 Berufsfachschulklassen. Wir brauchen sie dringender denn je. Als Partner für unsere jungen Menschen, die auf den ersten Arbeitsmarkt möchten. Hier unsere Daten für Praktika und Adressen unserer engagierten Bildungsbegleiterinnen. Sie können meinen Vortrag bei Bedarf als PDF auf unserer Homepage unter Abteilung 2 nachlesen oder downloaden. Wo wollen wir hin?
Die Auseinandersetzung mit dem digitalen Lernen findet sehr intensiv statt. Zum Beispiel die Methode Flipped Classroom. Die Schüler und Schülerinnen eignen sich außerhalb des Unterrichts, zu Hause oder in freien Lernphasen in der Schule, in ihrem eigenen Tempo die theoretischen und praktischen Grundlagen eines neuen Themas an. Anschließend wird im Unterricht mit verschiedenen Methoden und Aufgabenstellungen differenziert geübt. Das Gelernte vertieft und weiterführende Zusammenhänge erarbeitet. Wir schaffen damit eine Grundlage für die Didaktik des Hybridunterrichts bzw. Homeschoolings. Dies ist dabei ein neues Ziel für uns. Sprachbildung hat bei uns oberste Priorität. Die Schülerinnen und Schüler sollen die Fachsprache erlernen sowie ihren Wortschatz erweitern. Dazu fand ein weiterer Studientag am 28. Oktober diesen Jahres statt, an dem wir die Materialien des ersten Ausbildungsjahres in allen Fächern sprachbildend angepasst haben. Dabei haben wir auch bedacht, die Materialien so verständlich zu überarbeiten, dass die Schülerinnen und Schüler damit keine oder wenige Probleme haben, wenn sie diese im Homeschooling nur über den Lernraum sichten und bearbeiten. Wir unterstützen Lehrkräfte, ein Betriebspraktikum bei ihnen durchzuführen, um zu erfahren, welche Aufgaben ihre Azubis bearbeiten. Des Weiteren ist der Bezug zur Praxis für unsere Lehrkräfte wichtig, damit problemorientiertes Lernen möglich ist. Ich bedanke mich nochmal bei allen Unternehmen, die hier mitgewirkt haben. Wir überarbeiten regelmäßig die didaktische Jahresplanung. Ziel ist es, die Fächer und Lernfelder inhaltlich und methodisch so abzusprechen, dass den Schülern ein ganzheitliches Verstehen und Lernen ermöglicht. Ebenso wird in unserer Berufsfachschule Rebound durchgeführt. Dies ist ein Lebenskompetenz- und Suchtpräventionsprogramm für Jugendliche. Wir führen Schülercoaching durch, gerade in Klassen, die mehr Unterstützung benötigen. Wir wollen eine inklusive Schule werden und wünschen uns einen differenzierten Unterricht im Umgang mit Vielfalt und Heterogenität, im gemeinsamen Lernen für Menschen mit und ohne Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung. Dies erfordert die Kooperation von Lehrpersonen, beteiligten Schülerinnen und Schülern, Ihnen als Ausbildungsbetrieb und aller am Lernprozess beteiligten Institutionen. Um unsere Schüler zu fördern, arbeiten wir mit externen Partnern zusammen, wie bereits erwähnt, in diesem Fall Vulkan und Valdensa, die unsere ausbildungsbegleitenden Hilfen durchführen und zurzeit zweimal wöchentlich Nachhilfe in unserer Schule anbieten. Wie schon erwähnt, haben wir Samstagskurse zur Vorbereitung der AP1, die sehr gut angenommen werden von unseren Schülern. Um unsere Internationalisierung zu fördern, ist unser engagiertes Team immer dabei, neue Anträge zu schreiben und Praktikumsplätze im Ausland zu suchen. Die IHK unterstützt ihre Auszubildenden dabei. Ein positiver Ausblick für 2021. Wir erwarten 13 neue Lernbüros. Der Baubeginn ist in Osterferien. Des Weiteren soll die Schule mit WLAN ausgestattet werden. Dies hat erstmal Unbequemlichkeiten zur Folge, aber dann, wir sind im Prozess. Nächstes Jahr möchten wir natürlich gerne eine Abschlussfeier durchführen. Letztes Jahr hatten wir auch eine Abschlussfeier im Sommer in der Turnhalle. Mal schauen, wo wir nächstes Jahr unsere Abschlussfeier durchführen werden. Wir beiden planen einen Tag der offenen Tür. Und die IHK-Prüfungstermine entnehmen Sie bitte unserer Seite oder der Seite der Kammer. Wir haben einen Förderverein, für die es noch nicht wissen. Herr Wirschbach kümmert sich darum und die Gelder fließen in schülernahe Projekte. Alle aktuellen Informationen, auch unsere aktuelle Broschüre, finden Sie auf unserer Homepage unter Abteilung 2, genau wie diesen Vortrag. Es grüßt das Abteilungsteam und wir freuen uns, wenn wir uns das nächste Mal wieder persönlich sehen. Ich wünsche Ihnen erfreuliche Gespräche am Telefon
über E-Mail oder per Videokonferenz. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bleiben Sie gesund!